Herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf der Marsch. Wir werden jetzt die ganzen Geräte mal waschen und reparieren und wegräumen. Was immer hier was hier rumsteht, ein bisschen aufräumen. So, dann werden wir voll tanken. Ist ja nicht so viel. Aber es muss ja mal gemacht werden, ne? So. So, reparieren, das brauchen wir gerade nicht normal heute, ne, Quatsch, dieses Jahr, aber aktuell nicht. Darum, gut, mehr haben wir nicht. Lackieren das Blödsinn jetzt. Der Traktor ist im Großen und Ganzen ja sauber, aber unsere Ballenpresse, die sieht ja böse aus. Zumindest grob reinigen, ne? Also ja, grob gründlich, ne? Und halt wegräumen, dass wir da das Holz können wir ja noch später holen, das ist nicht so tragisch. Das reicht sowieso nicht für Sägewerk, also das ist da auch im Grunde auch egal. Kriegen wir nie richtig hin, dass wir zu viel haben. Dazu müssen wir viel mehr arbeiten. Nur Holz machen ist auch langweilig, ne? So sehe ich da jedenfalls. So, den räumen wir mal weg. Dann holen wir gleich nochmal die nächste Ballenpresse. Hier sind die Düngerfahrzeuge drin, machen wir dann ganz kurz entschieden. Und in der offenen Halle hier in der zweiten, da kommt die Grastechnik rein. Was ja schon teilweise drin ist, für Heu und für Schwatten. Heu, wenn wir noch machen, das Jahr. Da also muss das Gras noch wachsen, ne? Hätten wir am besten gleich machen sollen. Das erste Mal Heu. Ach, wir haben auch eine Wiese, ne? Wir haben noch eine Wiese. Wir haben noch eine Wiese, Nummer 23. Die Nummer 23. Da müssen wir ganz kurz gucken, ob wir ein freies Fahrzeug haben. Das die Medinger hier, muss ich auf jeden Fall losschicken. Ja, genau. Wir haben noch eine Wiese und zwar 23. Die 23 haben wir noch. Hier, das lohnt sich im Grunde nicht. Das haben wir umgeflügt, da ist was Dings drin. Hier ist Weizen. Weizen. Gerste. Die Wiese haben wir noch. Und da könnten wir uns schon ohne Wiesen kaufen zur Not. Oder die 53, wenn da eine Wiese ist, keine Ahnung. Gehen wir von aus, dass er könnte. Da werden wir gerade hinfahren. Da können wir, reicht ein Traktor aus. Dann werden wir gleich den wettermäßig mal gucken. Ist sagt Wetter trocken, dann können wir Heu manuell machen. Dann machen wir Heu und Heuballen. Können wir ja auch ein Heulager bauen zur Not, also so ein Ballenlager. Dann können wir Rundballen machen für Heu. Brauchen wir nicht einsammeln. So, mal schnell rüberfahren, mähen lassen. Geht der fix. Dann können wir gleich einen zweiten Traktor nehmen. Mal wenden gleich. Dann geht das ziemlich zügig. Ist ja so ein großen ganzen trocken. Ne? Und dann geht er schon. Haha, das Rastlied fällt blüht so schön und meist auch nicht mal gekeimt. Oh, das wird doch schwierig, wendet ja. Wo Raps nicht ganz so dramatisch ist, seid mal so. Blöd ist nur, wenn es ja, nicht reif wird, ne? Aber dann müssen wir halt nächstes Jahr schlauer sein, ne? Also im Herbst schon mal anfangen. Und dass wir da entsprechend früher eine Reihe kriegen. Dass wir das jetzt zum Herbst aussehen.
Und dann muss ich umstellen, die Jahreszeiten. Minimum 6 Tage. Also alles andere macht dann keinen Sinn. In Anführungszeichen. Und man könnte immer auf einspielen, aber das ist ja auch ein bisschen blöd, ne? Ruhiges Kram. Dann werden wir von hinten dann so eine Brücke, dann da anfangen. So, dann können wir das schon mal Düngen vorbereiten, mehr oder weniger. Ja, da haben wir Düngefahrzeuge vorhanden. Ja. Vor 10 gehen wir eh nicht ins Brett hier, ne? Wenn wir Gebäude kaufen können, also muss man dazu sagen. So. Kursplay, Feldmodus. Kursgenerierung. 23. Orbit 2, Weich. Oh, 13er stimmt nicht. Klappen wir aus. Und vorne auch. Hinten. Macht auch einen Kurs, also eine andere Breite. So. Normal. Das sind aber 10 Meter, das ist ein Mod mit 10 Meter. Nehmen wir ruhig mal 99 oder 89. 2 Runden, ein Fahrzeug generieren. Aber bei dem kleinen Feld, da reicht ein Fahrzeug aus. Zurück. Ersten Wegpunkt. Einstellen. So. Dann sieht schon mal kurz wieder entlassen. Wir machen auch Breitablage. Das macht sich ja beim Wenden leichter. So. Gehen wir ganz kurz in Hilfe rein und dann gucken wir Arbeitmodus. Streng links, Set. Links, rechts, Breitablage. Und jetzt nehmen wir wieder den Kursplay, nicht ersten Wegpunkt, sondern den nächst passenden Wegpunkt. Sonst wäre wieder von vorne. So ist besser. Das schließen, das auch. Jetzt sind wir gleich den nächsten Traktor schnappen. Den können wir nehmen. Den werden wir vorher waschen. Können wir die Mähgeräte abbauen oder haben wir einen anderen Traktor frei? Dann werden wir den waschen und dann nehmen wir einen anderen Traktor. So. Aber das ist ja Blödsinn, wenn wir noch einen freien haben, da können wir den nutzen. Ne? Der andere muss so ein bisschen mähen, das dauert ein bisschen. Und in der Zeit können wir hier mal fix ein bisschen reinigen. Sieht ja böse aus. Ja, aber die ganzen Wiesen haben wir schon gemäht, ne? Also, und eingefahren. Oh, schon sauber. Traktor ist auch schon sauber, denke ich mal. Fast, ja, fast. Muss ja keine 100% sein, aber dass es halbwegs sauber aussieht, ne? Aber die Farbe hält gut, ne? Für Verschleißdings da hier. So, diese Reparatur bedürftig ist er nicht. Fahren wir gleich in die Grashalle rein. Bisschen daneben, so, ne? Und so, so. Mensch. Na. Halt mich fest. Die Presse holen wir nachher. Mal sehen, ob wir ein bisschen trocken kriegen, ne?
zur Wiese. Gas gehen, bevor es dunkel wird. Oder im Sommer eigentlich, oder hier später Frühling, das recht lange hell ist, ne? Da haben wir jetzt keinen Stress deswegen. Dann können wir gleich Unkraut wächst auch wieder mal. Das ist typisch. Aber da machen wir immer nichts. Da kommt noch mehr. Das können wir gar nicht leisten, das Zeug. Das ist viel zu teuer. Da haben wir Zeit? 10. Oh, okay. Ja, Zeit vergeht, ne? Also schnell. Ist halt so, ne? Also man wird mähen, immer fertig werden und dann kann man gleich trocknen. Dann kann der gleich wieder zurück. Dann kann der auch gewaschen werden und dann können wir gleich mit dem da losdüsen und anderen Traktor vielleicht auch mal sehen und dann schwatten und dann gleich ein trockenes die Heuballen dann entsprechend pressen und dann im Hof wird mal einlagern oder gleich in den Trocknen reinbringen, also in der Futterbeschanlage. Die anderen Silageballen, ja, ein paar habe ich am Hof, die sind dann gedacht dafür zum Futter und der Motor hier in der BGH. Fette Autos hier. So, da sind wir. Also noch nicht weit geschafft, noch nicht viel. Ja. Muss ja Gas geben, ne? So, das ist Mist. Müsste man so einen Kurs einfahren, ne? Irgendwie. Muss man ganz blöd sein und ganz gescheit fahren, ne? Anführungszeichen, ne? Ist ja mal, ja, hier machen wir eine Straße, dann können wir hier lang düsen. Den mal wegnehmen, damit wir die Kamera bewegen können. Die Sicht. Und da soll er nun genau zum Dings fahren, ne? Dann fahren wir hier so lang. Fahren wir hier rechts. Ob das so klug ist, das kann ich euch sagen. Weiß ich nicht, aber der Nick will ja hier das jetzt ein bisschen automatisieren, ne? Teilweise so eine in Anführungszeichen einfache Arbeiten, das kann man ja mit einem Dings machen, ne? So, genauso die Kurs hier mit Geres, das kann alles automatisch gemacht werden. Noch nicht leer. Kann er ja nichts alleine. Gleich weg. Fahren wir mal. Eine Lüge. Oder ist er voll? Der Rest ist voll. Der wird Mist auch gleich voll sein. Aber egal. Mal sehen, ob wir mal Kurs von der stellen wir hier mal ab, beziehungsweise fahren hier rein und parken den hier. So. Da geht mal einer aus. Irgendwann. So. Er findet auch einen Punkt zum Abladen. Ja. Dann werden wir gleich mal hier abladen.
richtig? Ich glaube schon, ne? Bin mir nicht ganz sicher, aber wird schon sein. Und egal. Hauptsache ich kann es lesen. Alles andere ist doch ein anderer Kurs, da müssen wir aufpassen. Dass wir die richtige, wenn wir da anschließen sollten, dass wir die richtige Richtung haben. Aktuell ist ja eine andere Richtung. Das ist kacke. Nicht unbedingt. Wir müssen nur gucken, dass wir. Ja, das ist doch kacke. Entschuldigung, schlecht. Wie ist der voll, wenn das kippen können? Aufnahme endet. Was macht er wieder neue Punkte? Man kann immer die Punkte löschen, wo er anzeigt. Dann muss man aufpassen, dass man nicht den verkehrten löscht. Das ist undienstlich. Er nimmt ja keine Aufnahme, er muss im Prinzip zurückfahren und dann dabei löschen. Rückwärts fahren ist dann schwierig. Haben wir eine große Kurve. Dann werden wir anders fahren. Denn hier muss ich ein bisschen Gedanken machen mit den ganzen Kursen, dass man hier nicht so viel fährt. Aber. Merkt man das hinterher, wenn man ein paar Mal gemacht hat. Jetzt fahren wir an der Tanke vorbei. So. Wenn wir hier kurz wenden, dann da wieder ansetzen. Ganz kurz gucken, wie die Maus ist. Den löschen wir auch noch. So, kommen wir zurück. Neue Recording und dann fahren wir über links über die Tankstelle. Kann ja nicht schaden, ne? Und die Werkstatt und ja, Saatgut, Dünger und all so ein Zeug, den wir brauchen könnten. Ne? Mein Dünger haben wir jetzt selber, aber hier ist es ein bisschen schwierig jetzt. Will ja hier im Prinzip. Dann müssen wir gucken, wie da am besten hinkommen. Am besten kommt man da. Dann rückwärts fahren. Der Version geht es glaube ich noch gar nicht. Wie gesagt, wenn du ein festes Förderband hast, dann ist es ein bisschen leichter, ne? Bisschen. Ich kann ja auch ganz blöd den Förderband anpassen, ne? Also. Müsste ich mal schauen. Habe ich das deaktiviert? Nö. Dann können wir den einen nämlich löschen. Den da. So. Hier einstellen, ne? Abladen, ne? Ruf, abladen, Mist. WLAN haben wir noch nicht, aber gut, okay. Jetzt muss ich mal gucken. Mit dem Förderband. Ein bisschen kann man ja improvisieren, ne? Motor starten.
müsste hier ungefähr hinkommen. Und das dann auch ein bisschen Motor starten, ein bisschen korrigieren. Können wir hier nämlich einen Punkt machen, aufladen, ne? Dann haben wir den auch entsprechend eingestellt. So. Gerade hier, wo wir dabei sind. So, dann haben wir hier. Ja. Speichern. Oh ja, machen wir noch nichts fertig. So. Aufreifen einschalten. Alt, links, Pfeil. Ach, das hat nur Deutsch. Das hat noch gar nicht gesehen. So, gucken wir. Alt links, Keyboard 0. Alt links. So. Lass mich hier einen Punkt erstellen. B. Ist. Der Quatsch hier abladen ist und da WLAN ist und hier Mist, tue ich, ne? Mist. Ja, Mist ganz oben oder so, ne, Bier nicht. Alphabet normalerweise. Mist. Ja, natürlich, aber das wäre es für heute gewesen. Eine Folge überzogen. Sag mal tschüss und winke, winke. Ciao, ciao. Schönen Dank fürs Reinschauen. Tschüss.